Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Panade Edu. Und zwar heute was ganz Besonderes, oder was heißt besonders? Eigentlich gibt es davon schon haufenweise Videos. Wir machen heute mal Typo 3. Das Ganze wird eine richtig lange Serie und ich werde praktisch, nicht wundern wegen den Klicks, das ist einfach nur, damit ihr es besser versteht oder merkt. Ich werde eine Videoserie zu Typo 3 machen, in der wir Typo 3 aufsetzen und natürlich installieren und einrichten und ein Bootstrap-Template drüberlegen mit Fluid, dem neuen Templating-Engine von Typo 3, und werden mal schauen, was damit alles machbar ist. Dazu werden wir noch ein paar Extensions, die Basics sind ReRealURL, TX News, die neue News-Extension quasi, ein bisschen anreißen und Grid-Layouts, mit der wir unsere Layouts im Backend schön gridmäßig machen. Das heißt, wenn ihr an Webentwicklung und einer eigenen Homepage vielleicht interessiert seid und euch mal an das kompliziertere System Typo 3 wagen wollt, dann ist das genau das Richtige für euch. Vorab, ich bin nicht der ultimative Typo 3 Profi, das heißt, manches könnte auch nicht Best Practice sein. Allerdings funktioniert der mir von mir vorgenommene Weg eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, falls ihr halt bessere Wege kennt, dann könnt ihr mir auch Feedback geben. Und ich würde mal sagen, wir fangen dann gleich mal an. Heute, im ersten Video, werde ich erstmal nur Typo 3 installieren und dafür sorgen, dass diese Errormeldung am Anfang mal weggeht. Dazu habe ich mir hier eine VM aufgesetzt, eine Ubuntu 12. keine Ahnung was, schlag mich tot VM. Die habe ich hier schon gestartet. Wir sind hier als Root eingeloggt, das ist aber erstmal egal, denn wir werden das Ganze hier über SSH laufen lassen. Ich habe dazu natürlich SSH eingerichtet und deswegen kann ich mich hier verbinden. Dazu habe ich jetzt gerade vergessen, muss ich kurz noch die IP nehmen in meinem lokalen Netzwerk. Das ist die 192.168.2.160 und damit kann ich mich auf meiner VM verbinden. Root nehmen wir dafür diesmal und ich gebe mein Passwort ein und dann sind wir schon auf der Maschine. Falls euch interessiert, wie man eine VM mit SSH aufsetzt, könnt ihr mir das ja sagen. Ich werde es dann auch gerne erklären. So. Als erstes müssen wir eigentlich erstmal unseren ganzen Server installieren, denn der ist wirklich blank. Dazu werde ich übrigens alle Befehle als kleine Liste, als Textdatei irgendwie verlinken wahrscheinlich. Aber ich werde dazu jetzt erstmal hier apt-get install eingeben. Übrigens, falls ihr nicht als Root eingeloggt seid, müsst ihr natürlich sudo davor setzen. Deswegen bin ich als Root drin, damit ich kein sudo eingeben muss. So, wir installieren jetzt erstmal Apache 2. Mit PHP 5, so, libapache 2-mod-php5, und damit müssten wir eigentlich schon alles einrichten können. Immer Y drücken, um es zu bestätigen. Also ihr solltet eigentlich auch schon die VM kennen, oder ihr solltet eigentlich euren Server kennen. Wenn ihr einen Webserver habt, dann seid ihr meistens in Linux unterwegs, deswegen werde ich das hier anhand von Linux zeigen. Damit ihr noch besser seht, was ich hier eigentlich genau mache, werde ich das mal kurz hier so ein bisschen vergrößern. So, ich arbeite hier zu Hause, deswegen dauert das Downloaden ein klein wenig. Ist vielleicht ein bisschen, hätte ich besser vorbereiten müssen, aber ich wollte euch zeigen, wie man halt auch so grundsätzlich mal einen Webserver aufsetzt, der halt so das Nötigste mitbringt, vor allem für Apache, Typo 3, sorry. Wie gesagt, Apache 2, PHP 5 ist schon ziemlich wichtig, libapache 2 mod php5 bringt uns praktisch das Ganze ins Apache 2. So, damit haben wir Apache 2 schon installiert, das sehen wir vor allem var.www, das ist unser Webverzeichnis. Dort können wir schon sehen, dass wir eine index.html haben. Das müssten wir eigentlich auch später aufrufen können, oder eigentlich schon jetzt. Ich kann es mal kurz testen mit, ich öffne mal kurz einen Firefox-Browser. Den schiebe ich mal hier rüber. Dazu gehe ich wieder raus, ein bisschen größer machen. So, ich gucke mal, ob das jetzt geht. 192.168.2.160 war es, glaube ich. Mal. It works! So können wir also schon auf unseren Webserver zugreifen. Wir haben hier Apache 2 schon installiert. Das ist die Standardmeldung von Apache 2, diese Index.html, die wir hier gesehen haben. Und damit können wir schon mal weitermachen. Wir installieren uns jetzt MySQL apt-get install mysql-server
MySQL-Client, denn wir können auch dann über unseren Server drauf zugreifen. Und PHP5-MySQL. So, damit wieder bestätigen mit Y oder J, je nachdem welche Sprachversion ihr installiert habt. Und schon installiert sich unser MySQL-Server. Den brauchen wir natürlich auch für Typo 3, da Typo 3 natürlich sehr viel mit MySQL macht. So, zusätzlich zu MySQL werden wir gleich noch ein paar Sachen installieren, die uns das Leben vereinfachen, beziehungsweise Pflicht für Typo 3 sind. Das werden wir aber gleich sehen. Mein Gott, der Server braucht aber wieder lange. Und wir werden im Laufe des Tutorials wirklich einige Sachen machen. Ich glaube, geplant sind circa 8 Parts. Das kann ich mal kurz so anreißen. Das heißt, wenn ihr in Typo 3 ein bisschen mehr machen wollt, dann... Ich werde natürlich nur die Basics anreißen. Falls spezielle Sachen gewünscht sind, dann muss man mir das sagen. Sonst kann ich das natürlich nicht machen. So, MySQL braucht natürlich ein bisschen länger heute. Auf einem Server funktioniert das natürlich viel, viel flotter. Das hätte ich eigentlich schon vorher machen können, aber mein Gott, ich will es euch zeigen. Das ist, da ist es impliziert. Ich hätte es natürlich auch auf meinem Server machen können, nur da ist leider schon alles installiert. So, jetzt müssen wir ein Passwort anlegen. Wir wählen Test 1, 2, 3. So, und nochmal Test 1, 2, 3. Und schon installiert sich MySQL vollends. Ja. Okay. Und der Server wird eingerichtet. So. Das dauert natürlich seine Zeit. Vielleicht cutte ich das Ganze auch, obwohl ich habe jetzt drüber gesprochen, das ist natürlich doof dann. Aber es ist ja mein erstes Tutorial, deswegen zählt es mir ein bisschen nach. So, nun installieren wir APC. Das ist ein Apache PHP, another PHP Cache oder Alternative PHP Cache, irgend sowas. apt-get install php-apc. Das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Yep, wird eingerichtet, ist auch verfügbar. Dann installieren wir noch Image Magic. Das brauchen wir vor allem für Typo 3. Da Image Magic, Imagic heißt das Ding nämlich. Das brauchen wir für Typo 3, denn Typo 3 macht gerne so Bildbearbeitungssachen und Image Magic gibt uns die Library dafür und ist ein PHP-Mod. So können wir das dann auch verwenden. So. Das braucht auch einen kleinen Moment, weil Image Magic ist kein kleines Paket. Image Magic bringt vor allem so Sachen mit wie Sachen, Bilder vergrößern, Bilder verkleinern, Bilder anlegen. Man kann mit Typo 3 über das Typo-Skript auch Bilder generieren automatisch. Da könnt ihr zum Beispiel grafische Buttons automatisch generieren lassen. Das ist teilweise wirklich praktisch. Zu Typo 3 allgemein kann ich sagen, ich finde es persönlich ein ziemlich gutes System, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Also der Anfang ist natürlich relativ schwer. Nur, wenn man sich damit mal befasst hat, ist es wirklich sehr, sehr gut. Ich befasse mich jetzt schon einige Zeit mit Typo 3 sehr intensiv, also so mehrere Monate. Und man lernt viel dazu und je mehr man lernt, desto stabiler läuft es im Endeffekt. Wenn man es mal kann, dann läuft's. So, zusätzlich installieren wir jetzt noch apt-get install php-myadmin. Ein Webinterface für MySQL, welches ich gerne benutze, um so einfachere Tasks zu machen, weil über die Konsole sich jetzt zum Beispiel riesige Datenbanktabellen oder Datensätze anzuzeigen, ist natürlich immer ein bisschen suboptimal. Ich kann übrigens mal wieder so schalten. Ich vergesse das immer. Ich muss mir das merken, dass ich immer ein bisschen hier das vergrößere. So, wir möchten natürlich Apache 2 connecten. Und da läuft es auch schon durch. So konfigurieren Sie die Datenbank. Ja, natürlich. Und wir haben Test 1, 2, 3 gewählt. Test 1, 2, 3. Oh, habe ich jetzt gerade... Moment. Konfigurieren Sie Datenbank für dfb-config. Passwort des administrativen Benutzers ist Test 1, 2, 3. Ja, passt. Ich denke mal, das sollte reichen. So. Jetzt können wir...
uns das Ganze hier mal anschauen. Wir haben hier natürlich jetzt kein phpMyAdmin drin, weil phpMyAdmin als Standard sich woanders hin installiert. Das können wir uns hier natürlich ansehen. Normalerweise müsste man so drauf kommen, aber wir haben hier ein Not Found, deswegen mache ich das immer ein bisschen anders. Ich gehe da immer zuerst ins User-Verzeichnis. Es gibt bestimmt noch einen cooleren Weg dafür. User, Share und schon sind wir im Share-Verzeichnis. Dort liegt phpMyAdmin. Wenn ich mir das anschaue, müsste es hier liegen, genau. Und dieses Verzeichnis kopieren wir. Mit Tab können wir übrigens immer vervollständigen. Dieses kopieren wir nach var www. Wie wurde ausgelassen? Da müssen wir ein Minus R dranhängen, weil das rekursiv ist, damit wir das ganze Verzeichnis mitnehmen. So, jetzt müsste das hier drin sein und noch drüben. Jetzt gehen wir mal ins CD var / www ls und schon haben wir hier phpMyAdmin. Dem geben wir gleich mal die Rechte für phpMyAdmin, dass der Webserver auf ihn zugreifen kann. chown minus R wieder für rekursiv, www-data für den Webbenutzer und phpMyAdmin. So, nun haben wir das ganze Verzeichnis dem Webserver übergeben quasi und der Webserver kann darauf zugreifen. Nun, der Webserver wird wahrscheinlich noch nicht viel damit anfangen können, beziehungsweise eigentlich schon, weil eigentlich braucht man nur dieses Verzeichnis. Aber wir werden einfach mal direkt noch die Apache-Config oder die Config von phpMyAdmin verändern. Dazu geben wir in etc ls, Moment, cd etc ls cd phpMyAdmin ls und dort können wir die Apache.conf, ja, achso, ja, Nano, ich benutze immer gerne Nano dafür übrigens. Viele werden mich jetzt verteufeln, weil sie gerne Vim benutzen, aber ich finde Nano eigentlich ein ziemlich gutes Programm dafür, weil ich damit einfach ein bisschen natürlicher arbeiten kann. Ich bin halt ein Windows-Kind teilweise. So, das verändern wir einfach direkt mal auf var / www, weil wir wollen es einfach umleiten. Und hier genauso var / www. Haben wir noch einen Punkt, wo wir das umändern können? Genau hier. Wir verändern einfach alle Verzeichnisse in unser var / www Verzeichnis. var / www. Wie gesagt, es gibt bestimmt auch bessere Wege, das zu erreichen. Aber für mich soll das jetzt heute mal reichen, das so zu machen. Hier verändern wir es auch noch. Wir verändern es einfach überall. /www. Mit Vim hätte man jetzt bestimmt irgendwo so ein ganz fancy Command gefunden, womit man alles direkt ersetzen kann. Die Profis werden das wahrscheinlich sich jetzt an den Kopf fassen. ls cd... 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 so. Jetzt sind wir wieder in unserem Root. So. Eigentlich müssten wir jetzt direkt auf phpMyAdmin zugreifen können, wenn wir das jetzt reloaden mit strg f5. Müssten wir jetzt eigentlich, da unten ist jetzt alles weg. Und mcrypt fehlt. Tja, dazu müssten wir die PHP-Konfiguration ändern, aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Das sind Sachen, die kann man später nachinstallieren. Wenn ihr da draufklickt, kriegt ihr wahrscheinlich eine Anleitung zu mcrypt oder auch nicht. Da gibt es bestimmt noch Anleitungen dafür, wie man das machen kann. Aber das soll jetzt nicht der springende Punkt sein, wie man phpMyAdmin installiert, sondern wie man Typo 3 installiert. So. Wir bekommen jetzt unser Typo3-Verzeichnis. Das würden wir eigentlich machen über wget, beziehungsweise wir würden ins Verzeichnis wechseln, / var / www, natürlich nur mit einem W, 3w, ls, und würden hier erstmal diesen Befehl hier eingeben, wget. Und da gibt's von Typo3 natürlich so eine coole Seite. Das ist übrigens, das kann ich euch mal kurz zeigen. Das ist, diese Seite hier. Das ist die get.typo3.org Seite. Dort findet ihr wget-Commands. Ihr müsst diesen Command hier quasi eingeben. Das können wir eigentlich auch so mal kopieren. Und bekommt die aktuellste Distribution. Das geht natürlich mit verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel Blank, Dummy, Government, Bootstrap. Wir wollen hier natürlich nicht, wir wollen hier natürlich nicht das Government oder das Introduction Package, wie hier vorgeschlagen, nehmen, sondern wir nehmen das Blank. Deswegen würde ich das hier umbenennen in Blank und hier umbenennen in Blank. Und schon müssten wir es eigentlich bekommen.
Vielleicht müsst ihr noch http://. Am Anfang setzen. Aber ich habe das Ganze hier schon mal gemacht. Und zwar nehme ich von cp/home/panade, das ist mein Benutzer, nehme ich mein Typo 3 Introduction Package blank. Habe ich hier schon mal runtergeladen, weil es echt lange braucht eigentlich. Also auf meinem Rechner, auf dem Server natürlich nicht mehr. Und kopieren es nach var/www. So, nun sollten wir hier das Package haben. Das haben wir jetzt hier. Und können uns eigentlich das Ganze hier kopieren. Dazu gebe ich... das hier minimieren wir uns mal, damit wir unsere coole Business Cat hier sehen. So, das hier kopiere ich mir jetzt und mache ein... tar xvzf und typo 3 blank. Damit entpacken wir das ganze Ding. Das dauert jetzt natürlich eine Weile. Aber ihr seht schon, es rattert durch. Ich muss mal kurz meine Videosoftware wieder in den Vordergrund rücken, damit ich auch sehe, wo mein Fenster ist. Nicht, dass ihr da irgendwo ein Fenster hier drüben habt oder so und ich sehe das nicht mehr. So, jetzt haben wir es entpackt. Mit ls können wir uns anzeigen, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir natürlich hier ein Blank Package minus 6.1.1. Das ist natürlich ein scheiß Name dafür. Deswegen werden wir jetzt einfach mal das umbenennen. mv Blank Package 6.1 blablabla. Und nennen es einfach mal web. Ls. So, und jetzt haben wir hier ein Verzeichnis web. Damit könnten wir eigentlich schon auf unseren Webserver zugreifen, wenn wir... dieses hier eingeben. Aber wir sehen hier, das Install-Tool ist noch nicht aktiviert, das werden wir gleich machen. Aber bevor wir das machen, 912, genau, das hier ist der Server. Wir gehen hier jetzt mal als Root rein und machen mal Test 123, loggen uns unser phpMyAdmin ein, schließen alles mal wieder und sehen hier direkt unser MySQL-Zeugs. Wir legen als allererstes mal eine Datenbank an, auf die wir später zugreifen werden. Also gehen wir hier auf Datenbanken und klicken und geben mal Web ein. So, Datenbank ist angelegt, die ist jetzt momentan leer, brauchen wir auch nicht weiter. So, dazu geben wir noch in die Rechte, beziehungsweise ist das die Rechte? Ja genau, einen neuen Benutzer hinzufügen. Wir fügen erstmal einen Benutzer für unser Web zu. Den nennen wir jetzt einfach mal standardmäßig auch Web. Host ist der Localhost natürlich, weil unser Server natürlich auf sich selbst zugreift. Passwort ist auch wieder Test123, natürlich nicht so verwenden. Test123, Benutzer bitte ein eigenes Passwort, am besten ein möglichst kompliziertes. Der Passwortgenerator ist auch ziemlich gut. Oder im Internet findet ihr auch zur Not gute Passwortgeneratoren. So, ich möchte dieses alles installieren und dieses alles installieren. Web. So, das dauert jetzt kurz, bis ich alles angeklickt habe. So. Nun können wir den Benutzer erzeugen. So, das haben wir erledigt. Damit könnten wir jetzt eigentlich auch darauf zugreifen. So, wir können das mal kurz testen, indem wir uns kurz ausloggen. Wie das hier neu anmelden. Und geben mal Web ein und Test 123. Und schon sind wir mit neuen Benutzer und er hat Zugriff auf das Webverzeichnis oder auf die Webdatenbank besser gesagt. So, damit haben wir einen neuen MySQL-User angelegt, der speziell nur für unser Typo 3 geeignet ist. Von ihm können wir auch die Rechte beschränken oder anpassen, wie wir lustig sind. Und können auch immer drauf zugreifen. Damit könnt ihr übrigens auch ein möglichst kompliziertes Root-Passwort wählen und ein vielleicht nicht ganz so kompliziertes Passwort für Web. Obwohl es auch kompliziert sein sollte. So, wir haben jetzt hier immer noch unser Problem mit dem Install-Tool. Und das werden wir lösen, indem wir in den Webserver gehen. Wir geben übrigens unserem Webserver direkt nochmal die Rechte. chown-r www-data-web. Damit hat unser Webserver jetzt auch die Rechte. Ich kann das mal kurz zeigen. -la. Damit sehen wir, www-data ist auf phpMyAdmin und www-data ist auf Web. Und damit können wir jetzt mal in CD Web gehen. Damit können wir erstmal sehen, was in Web alles so drin ist. Dazu gehen wir jetzt allererstes mal ins Typo 3 Conf Verzeichnis, denn dort erwartet Typo 3 unsere Install Tool Datei quasi. Die legen wir an mit touch enable install tool. So, ls. Schon haben wir enable install tool hier drin. Und damit müsste auch diese Fehlermeldung hier verschwinden. So, hier oben sehen wir übrigens das Standardpasswort für dieses Install-Tool. Das ändern wir nachher natürlich auch. Und schon sind wir im Install,
Menü. Jetzt gehen wir mal auf Continue und legen erstmal einen Benutzernamen an oder beziehungsweise geben die Benutzernamen an für unseren Datenbankzugriff. Web haben wir angelegt gerade. Test 123 ist unser Passwort und Localhost ist der Host. So, die Datenbank ist angelegt. Wir wollen eine existierende Datenbank wählen. Nehmen die Webdatenbank, wir hätten uns jetzt auch eine anlegen lassen können. Nur manchmal geht das nicht auf manchen Webservern. Und ich gehe mal jetzt mal ein bisschen raus, damit ihr ein bisschen mehr davon seht, wie das auch im Browser aussieht. Bevor ich jetzt hier, ich habe bestimmt jetzt einiges gezeigt, was nicht gezeigt wurde. Das tut mir leid. Das war bestimmt auch nicht ganz so wichtig. Hoffe ich mal zumindest. So, damit können wir Typo 3 jetzt anlegen. Import Database geht eigentlich auch. So, und damit haben wir Congratulations, wir haben unsere Datenbank verknüpft. So, natürlich werden wir jetzt das Install-Tool-Passwort ändern. Das können wir hier machen. Auch hier wählen wir jetzt einfach mal spaßeshalber Test 123. Test 123. Set New Password ist ja nur eine VM. Die können wir jederzeit wieder schließen. Die ist ja nur zu Testzwecken da. So, jetzt haben wir eine neue Typo3-Seite. Können nochmal kurz einloggen, ob alles funktioniert hat. Test 123 hat funktioniert. Und hier sehen wir praktisch schon mal ein Server-Environment. Und hier sehen wir, oh, haufenweise Fehler. Hier gibt's einiges zum Anpassen, was wir eigentlich machen sollten. Das ist immer das Erste, was ich immer mache. System-Environment prüfen und gucken, was alles jetzt noch blöd ist. GD-Library, renders fonts and images. Okay, hat unsere Image-Magic-Verzeichnis nicht gefunden. Dazu können wir mal in das Verzeichnis gehen. Jetzt machen wir auch ein bisschen Troubleshooting. CD-ETC, CD-Apache 2. Ich gehe jetzt mal nochmal in den Zoom-Modus rein. Das hat jetzt nicht funktioniert. CD Apache 2, so LS. CD Mods Available. Achso, Mods Available. LS. Und schon sehen wir hier eine Liste von verfügbaren Mods. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so enablen könnten. Wichtig wäre zum Beispiel für Typo 3 der Mod für, muss ich jetzt mal kurz schauen, welcher Mod das war. Und zwar der Rewrite-Mod. Aber ich, oh, da ist da. Okay, jetzt machen wir AP2N-Mod. Rewrite. Ich hoffe, das funktioniert so. Hat das nicht funktioniert? Achso, das war ja A2N-Mod. Also nicht AP2N-Mod, sondern A2N-Mod. Und damit haben wir das schon erledigt. Apache 2 TTL restartet unseren Webserver und wir können ja mal gucken, ob vielleicht schon irgendwas weg ist von diesen ganzen Zeugs hier. Und schon haben wir haufenweise Zeugs hier verschwinden lassen, allein durch das, dass wir einen Mod installiert haben. Hier Sendmail, das erwartet uns, dass wir einen Mail-Server installiert haben, glaube ich, zumindest mal. Das brauchen wir jetzt aber erst bald nicht. Das können wir mal getrost ignorieren. Genauso wie die Upload File Size. Das sind Sachen, die müsst ihr in der PHP INI einstellen. Das sind Sachen, die könnt ihr eigentlich mal googeln. Das ist nicht sonderlich schwer. So, wir haben eine Low Execution Time. Das ist natürlich eigentlich auch ein Problem. Ach, was soll's, dann machen wir das mal kurz. Ich gehe mal wieder kurz raus. Wir sehen hier, ich mache das immer gern so, dass ich hier die zwei Bildschirme aufsetze. Jetzt kopiere ich mir einfach mal, oder ich gebe beziehungsweise CD. .ls cd.conf oder ich glaube das war nicht conf.de. Nein, dazu müssen wir nochmal raus aus diesem Verzeichnis. Wir gehen nämlich cd.php5ls cd.apache2 und gehen dort nano.php.ini. So, das ist unsere php.ini. Hier können wir alles einstellen, was wir brauchen. Dazu geben wir jetzt einfach mal, suchen wir jetzt einfach mal direkt nach Upload File Size. Dazu geben wir strgw und fügen einfach mal unseren Suchbegriff ein und finden hier schon, was wir gesucht haben. 10m machen wir mal, wie vorgeschlagen hier. Und dann suchen wir auch direkt mal nach Max Execution Time. So, und die ändern wir auf, was ist vorgeschlagen, 240 und damit haben wir das auch schon gespeichert. Wir restarten einfach mal unser Apache 2. Ich gehe da jetzt mal kurz hier durch. Restart.
Apache could not rely, bla bla bla. Server is fully qualified domain name. Ja, ja, das ist klar, weil es localhost ist, bla bla bla. So, jetzt können wir noch mal gucken, was hier jetzt noch so verändert wurde. Genau, jetzt ist nämlich noch die Upload-File-Size, das ist so ein Folgefehler daraus, weil die Upload-File-Size natürlich jetzt kleiner ist als unsere Max-File-Size. Suchen wir direkt mal danach. Beziehungsweise... Ah genau, die Post-Max-File-Size müssen wir jetzt verändern. Das war's. Post-Max-File-Size sollte natürlich auch auf 10 sein dann. Und wir suchen natürlich noch nach... Sendmail suchen wir jetzt nicht, das ist egal. So... Nochmal Apache 2 Restart machen. Und schon ist der Fehler auch verschwunden. So. Wir können hier unten noch übrigens sehen, dass wir alles überall Haken haben. Wir können noch kurz ins Image Processing reinschauen. Das wäre vielleicht ganz interessant für uns, um zu sehen, ob auch alles funktioniert hier. Ich meine, hier wird jetzt nicht groß was angezeigt. Basic Configuration... zeigt uns halt an, dass hier alles importiert ist. No Image Magic Installation Available, sagt er mir hier. Da können wir mal kurz gucken, ob er vielleicht unseren Image Magic findet. Dazu können wir auch mal gucken, ob er vielleicht in einem dieser Verzeichnisse liegt, die vorgeschlagen sind. cd opt local slash bin ls. Hier ist auf jeden Fall nichts, beziehungsweise ich habe es nicht richtig eingegeben. Gehen wir mal Schritt für Schritt rein. cd local. Ah, haben wir gar nicht. Okay. Dann gehen wir mal cd user ls cd usr. Ach so. Ja, ich bin auch eine Birne. So. Also, hier haben wir auch kein Verzeichnis mit x irgendwas. Aber wir haben ein Verzeichnis bin. Da können wir mal reinschauen, ob wir hier ein Image Magic haben. Und haben wir hier ein Image Magic? efghi. Das heißt, es müsste hier oben, wenn dann irgendwo sein. Aber hier haben wir kein i. Oder? Doch, hier haben wir i. Aber wir haben kein Image Magic, wie es aussieht. Naja, ist ja auch jetzt erstmal egal. Alternativ zu Image Magic könnten wir auch Folgendes machen. apt-get install, oder beziehungsweise ich muss erstmal gucken, wie es heißt. apt-cache-search, damit könnt ihr übrigens immer suchen. Graphics Magic... Und es zeigt er mir hier einen Haufen Zeug an. Graphics Magic wäre direkt das, was wir benutzen müssten. Da gehen wir jetzt mal apt-get install Graphics Magic. Weiß er richtig war? Yep, ich möchte es installieren. So, jetzt dauert es eine Weile zum Laden. Kann auch sein, dass wir PHP den Mod erst aktivieren müssen. Das gilt im Einzelfall mal zu prüfen, was da jetzt richtig ist und was falsch. Das ist jetzt erstmal auch nur nebensächlich. Und schon sehen wir hier, Magic's, Image Magic ist aktiviert und wir können darauf zugreifen, weil wir Graphic Magic installiert haben. Das ist natürlich die Alternative, die eigentlich immer funktioniert. So, nachdem wir jetzt unser Typo 3 installiert haben, können wir eigentlich ins Backend schon einloggen. Aber bevor wir das vollends machen, gehen wir nochmal ins slash var slash www-Verzeichnis ls cd web und prüfen mal, ob bei Typo3.conf das Install-Tool weg ist. Ja, es ist weg. Nee, es ist nicht weg. Deswegen removen wir das erstmal. Enable Install-Tool. ls. Und es ist weg. Somit können wir jetzt mal uns einloggen. Der Standard-Login ist Admin und Password mit D am Ende. Und kommen so in unser Backend. Wir haben jetzt unser frisch installiertes Typo3 6.1 hier am Start. Als allererstes gehen wir mal in diesen Home, rename das erstmal mit einem Doppelklick und nennen es erstmal Root, weil mir das einfach besser gefällt. Und gehen in die Seiteneigenschaften. Ich mache das jetzt hier mal Vollbild, damit wir besser sehen. So. Und ändere mal das Verhalten auf Enable as Root Page. Speichere ich erstmal nochmal. Mach's erstmal raus. Mach's nochmal rein. Weil... dann verwandelt sich dieses Icon, wie ihr gleich sehen könnt, in einen Globus. Das ist eigentlich der Standard, dass man das als Globus hier hat. Und weil das irgendwie nicht angezeigt wird, das ist irgendein Bug, machen wir das erstmal so. So, damit haben wir unsere Seite als Root eigentlich angelegt. Das sollte uns erstmal reichen. Wir gehen hier mal raus, speichern nochmal kurz, bevor wir, falls wir nicht gespeichert haben, und legen uns einfach mal eine Seite, oder nennen wir sie Home. Wie es eigentlich auch im Realbetrieb ist,
aktivieren diese Seite mit einem Rechtsklick und machen auf Enable. Und schon ist diese Seite aktiv. Und jetzt sollte man ja eigentlich erwarten, dass wir, wenn wir unsere Seite aufrufen, was bekommen. Aber nein, wir bekommen erstmal eine Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung ist aber nichts Schlimmes. Das ist eine Standardfehlermeldung. Die können wir jederzeit wieder deaktivieren, indem wir erstmal das ausführen, was hier vorgeschlagen wird. Wir konfigurieren den Type gleich 0 bei Page. Deswegen gehen wir jetzt ins Template. Ich benutze dafür eigentlich immer gerne die Listenansicht, aber wir müssen ja erstmal ein Template anlegen. Oh, ne, Moment mal, da ist ja ein Template schon drin. Das ist eigentlich ganz praktisch. Hatten wir schon Default Root Template angelegt und editieren das ganze Ding mal und dann das ganze Ding auch Root. Und hier haben wir unsere Konstanten und unser Setup. Ihr könnt das natürlich auch über den Template Editor machen, aber so soll das jetzt erstmal besser sein. Und legen erstmal hier ein Setup an. Ich habe da schon was vorbereitet. Page gleich Page, Page, Klammer auf, Type gleich 0 und wir legen noch kurz einen Text an. 10 gleich Text, 10 gleich Hallo Welt. Kurz zur Erklärung, Page gleich Page sagt, wir haben hier diese Variable Page als Page angelegt. Das heißt, wir haben jetzt eine Page. Type Namen gleich 0 legt unsere Root-Seite 0 fest. Das ist das hier. Und 10 ist praktisch ein Punkt. Wir könnten das übrigens auch so schreiben. Wir könnten auch Page.10 schreiben. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Das verhindern wir durch diese Klammer, dass wir diesen Punkt haben. Deswegen können wir jetzt hier einfach 10 reinschreiben. Wir sagen, 10 ist ein Textelement. Und 10 ist gleich Hallo Welt als Text. So, das ganze Ding speichern wir uns jetzt mal. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir jetzt eigentlich unsere Seite anschauen können. Leider wird hier noch kein Text ausgegeben. Da müsste ich jetzt mal schauen, warum das so ist. Wir können uns mal das Ganze mit Firebug ansehen. Und sehen, hier im Body ist nichts. Da wird auch nichts angezeigt. Ich vermute einfach mal, das können wir auch gleich mal machen bei der Gelegenheit. Könnten wir mal unser Standard hier einrichten. Und zwar, wir gehen bei... Wo war es denn? Bei Resources? Ah, Moment, ich bin ja so dämlich. Und zwar, wir gehen auf Template, beziehungsweise wir gehen auf List View, editieren unser Root Template nochmal. Und im Root Template inkludieren wir einfach mal CSS Styled Content. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, damit wir auch Inhalte allgemein anzeigen können. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund war. Das sollte eigentlich nichts helfen, ja. Wir haben auf jeden Fall unseren Text schon mal eingegeben. Ich kann mal kurz einen Tweak suchen, ob ich da irgendwas finde auf die Schnelle. Aber eigentlich gehen wir mal ein Basic Typo 3. Beziehungsweise... Ja, nee, das lassen wir einfach mal so. Wie wir das am Ende machen, das kann ich im nächsten Video mal zeigen. Das ist auf jeden Fall nicht so das Ding. Eigentlich war es auch schon. Das ist jetzt praktisch die grobe Einrichtung von Typo 3. Ihr habt auf jeden Fall keinen Error mehr hier. Und nächstes Mal werden wir ein Template anlegen. Oder beziehungsweise, ich muss mal kurz gucken, was auf meiner Agenda steht. Auf meiner Agenda steht, das nächste Video zeigt Bootstrap. Ah, wir legen erst mal ein Bootstrap-Template an. Das heißt, wir machen erst mal ein Bootstrap-Template und werden dort mal schauen, wie wir aus Bootstrap von, also Twitter Bootstrap, ein schönes Template bauen, das grundlegend unsere Funktion bildet, die wir haben möchten. Und damit verabschiede ich mich für dieses Tutorial, auch wenn es ein bisschen holprig war. Ich versuche es das nächste Mal ein bisschen besser zu machen. Bis dann. Ciao.